Willkommen zurück. In diesem Video geht es darum, Ihnen den geprüften Wirtschaftsfachwirt IHK näher zu bringen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichteres und schnelleres Lernen. Meine Internetpräsenz finden Sie unter www.spaßlerndenk.de. Und der geprüfte Wirtschaftsfachwirt ist eine Generalistenausbildung mit anerkanntem Abschluss vor der IHK, also einem anerkannten IHK-Abschluss. Und besteht im Wesentlichen aus zwei Prüfungsteilen, wirtschaftsbezogene Qualifikation und handlungsspezifische Qualifikation. Wir haben uns Volks- und Betriebswirtschaftslehre schon angeschaut im letzten Video, Rechnungswesen im vorletzten Video, und jetzt geht es um Recht und Steuern. Auch so ein Gebiet, was vielen ein bisschen unangenehme Gefühle macht, ist nicht nötig. Recht und Steuern, schauen wir erstmal Recht, worum geht es? Es geht da vor allem um unser BGB und um unser bürgerliches Gesetzbuch. Das ist im Prinzip das, was ein Bürger zu beachten hat. Ja, viele andere, stehen schon viele wesentliche Dinge drin. Im BGB geht es dann um den allgemeinen Teil, in dem so Dinge drinstehen wie Verjährung zum Beispiel und Geschäfts- und Rechtsfähigkeit. Dann geht es um das Schuldrecht, also vor allem Verträge. Ja, ist ja für einen Wirtschaftsfachwirt wichtig, denn ein wirtschaftlicher Abschluss, eine erfolgreiche Akquisition von Kunden ist letztlich schuldrechtlich ein Vertrag, und damit sind wir juristisch im Schuldrecht. Und dann geht es noch oft um die Übergabe von Sachen, nämlich Geld und Ware, und damit sind wir im Sachenrecht. Das ist das dritte Buch im BGB. Da muss ich ein Wirtschaftsfachwirt ein bisschen auskennen, ohne jetzt ein Jurist werden zu wollen. Dann geht es weiter mit dem HGB, dem Handelsgesetzbuch. Das ist das Sonderprivatrecht für Kaufleute. Also wenn jemand nicht nur normaler Bürger ist, dann ist für ihn das BGB relevant, sondern darüber hinaus noch Kaufmann ist. Was genau ein Kaufmann ist, werden wir uns natürlich anschauen. Dann sind wir im HGB, und das sind auch gleich die Inhalte. Was ist ein Kaufmann? Was ist das Handelsregister? Was muss man hier beachten? Das nächste große Gebiet ist das Arbeitsrecht. Auch hier sollte ein Wirtschaftsfachwirt über Kenntnisse verfügen, Dinge einordnen können, ohne ein Arbeitsrechtsexperte zu werden. Man muss hier orientiert sein, man muss wissen, welche Handlungen eventuell das Arbeitsrecht betreffen können. Um mehr geht es im Grunde gar nicht. Und dann ist es das Wettbewerbsrecht. Auch hier muss man sich auskennen, sodass man zum Beispiel keinen unlauteren Wettbewerb betreibt. Und dann geht es noch um Grundbegriffe, das heißt im Rahmenplan ausdrücklich Grundbegriffe des Steuerrechts und um die Steuerarten. Also auch hier bitte keine Angst entwickeln, sondern es geht mehr oder weniger darum zu wissen, dass es diese Steuern gibt, ungefähr wie hoch sie sind und was sie so machen, denn man muss sie einbeziehen. Ein Wirtschaftsfachwirt ist jemand, der sich mit wirtschaftlichen Dingen auskennt. Und da spielen Steuern nun mal eine Rolle, ob wir das nun wollen oder nicht. Und deswegen lernt man hier, welche Steuerarten es gibt. Okay, damit sind wir schon fast durch diesen ersten Prüfungsteil. Im nächsten Video stelle ich Ihnen noch vor, was sich unter Unternehmensführung verbirgt, denn das weiß man nie so genau. Unternehmensführung ist ein allgemeiner Ausdruck, genau wie hier oben dieser Ausdruck betriebliches Management, das ist auch so ein allgemeiner Ausdruck. Da muss man schauen, was im Rahmenplan steht, was hier der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, erwartet. Wenn Sie dieser Lehrgang interessiert, wenn Sie dieser Abschluss, dieser anerkannte IHK-Abschluss interessiert, schauen Sie auf www.spaßlerndenk.de. Das ist meine Internetpräsenz hier, Deutschlands Schnelllernspezialist. Hier oben finden Sie den Wirtschaftsfachwirt. Und Sie sehen, ich mache das in 22 Tagen Ausbildung. Das ist, soweit ich gucken kann, bundesweit Rekord. Niemand macht das so schnell. Und das geht nur deswegen, weil ich mich als Schnelllernspezialist viele, viele, viele Jahre lang mit diesen Fragen beschäftigt habe, wie das geht. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.